Hallo, ich möchte Ihnen jetzt mal was zeigen. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich eigentlich das Cover-Rendering von meinem Vectorworks-Buch gemacht habe. Wenn man mal genau hinschaut, sieht man ja, dass es hier Spiegelung auf den Fensterflächen gibt und Transparenz. Das heißt, ich kann Teile des Innenraums sehen, ich kann aber auch Spiegelbilder darauf sehen und das Ganze mischt sich. Und jetzt ist es so, ich habe das nicht in Vectorworks, im Renderworks-Modul gemacht, diese Überlagerung, was theoretisch auch geht, sondern ich habe das in der Postproduktion in Photoshop gemacht. Ich würde das auch nicht im 3D-Programm machen, in einem besseren oder in einem, sagen wir mal, älteren und besser ausgebauten Renderer, weil es einfach wahnsinnig sinnvoll ist und praktisch, das in der Postproduktion in Photoshop zu machen. Die meisten Büros haben auch Photoshop. Das geht auch in einer relativ alten Version, in CS2 zum Beispiel. Also ist es immer naheliegend, das dort zu machen, jedenfalls aus meiner Sicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich das gemacht habe. Und dazu gehe ich mal zu Vectorworks. Sie sehen hier ein Rendering, ein sehr grobes Rendering. Ich habe hier einen Ansichtsbereich, Perspektive. Und der Maßstab ist relativ klein. Das heißt, ich habe hier 1 zu 200 eingestellt. Das Rendering geht dann einfach schneller. Man kann also die Test-Renderings, die man ja ganz relativ häufig machen muss, in recht kurzer Zeit haben. Jetzt sehen Sie also hier recht grob, dass man da also den Innenraum sehen kann. Das heißt, die Glasflächen sind offensichtlich vollkommen transparent. Ich kann mir das hier mal beim Zubehör anschauen. Ich klicke mal hier auf den Zubehörmaterial in 3D-Glas und auf Bearbeiten. Und da sehen Sie, dass ich hier Transparenz eingestellt habe. Und zwar mit 0% Deckkraft, das heißt vollkommene Transparenz. Ja? Da ich das ja später, wie gesagt, mit einem Spiegelbild überlagere, kann ich das ruhig so machen. Die Farbe ist übrigens weiß. Und dann wird das Ganze gerendert. Vielleicht noch ein Wort zu den Rendervoreinstellungen, nur ganz kurz. Ich habe hier alles auf Tief gestellt. Das ist nicht die Qualitätsstufe, die ich dann für mein Coverbild natürlich genommen habe. Aber ich will jetzt ja im Video auch nicht unendlich lange warten, bis es gerendert wird. Also haben Sie jetzt sozusagen hier ein sehr körniges Bild. Sie müssen dann davon abstrahieren und sich vorstellen, dass es natürlich mit einer besseren Einstellung auch besser aussieht. Das Anti-Aliasing habe ich auch abgeschaltet. Kantenglättung brauche ich auch nicht, um zu demonstrieren, was ich hier gemacht habe. Also das ist sozusagen Variante 1. Ich habe hier das ganz normale Schlagschattenbild auf der Fassade und ich sehe die Innenflächen dieser Räume. Das wäre also das Rendering, wenn es jetzt in guter Qualität gelaufen wäre, was ich also habe, wenn ich mir dieses Bild hier anschaue. Ich habe das dann als Rasterbild exportiert aus Vectorworks und dann bekomme ich dieses Bild mit den sichtbaren Flächen der Innenwände bei vollkommener Transparenz der Glasscheiben. So, das nächste Bild, was ich erzeugt habe, ist eins mit vollständiger Spiegelung, also das Gegenteil, wenn man so will. Ich habe dann ganz einfach den Glaszubehör, also das Material, auf vollflächig spiegelnd gestellt. Spiegelung, Glasflüssigkeit oder Spiegel am besten. Spiegelung 100%, Matteffekt 0, das ist gut. Und die Farbe steht weiterhin auf Weiß, die Transparenz schalte ich aus. Und jetzt lasse ich nochmal rendern. Dazu wird hier im Ansichtsbereich für den Ansichtsbereich der Button Aktualisieren geklickt. Und dann sehe ich ein Spiegelbild. Ich zeige Ihnen gleich noch, wie das zustande kommt. Das Spiegelbild könnte man auch in Photoshop natürlich einfügen. Ich habe es allerdings anders gemacht. Ich habe eine Kulisse aufgebaut, sozusagen in Vectorworks, in der sich, also die sozusagen sich dann in den Glasflächen spiegelt. Es handelt sich dabei um ein Foto der Umgebung, der Nachbarschaft dieses Hauses am Stuttgarter Weißenhof. Insofern ist es vielleicht auch ganz gut. Ich wechsle mal ganz kurz, ich breche mal kurz das Rendering ab. Sie sehen, also die Spiegelung ist vollflächig da. Man kann jetzt überhaupt nicht mehr durchschauen. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz in eine Axonometrie, damit Sie das nochmal sehen können, wie das eigentlich aussieht. Na? So, da wird jetzt auch gerendert. Das wollte ich zwar jetzt eigentlich gar nicht sofort. Ich schalte mal sicherheitshalber hier auf Renderworks schnell. Okay. Nochmal. Ah, jetzt wird es gerendert. Da sehen Sie, was ich da gemacht habe. Wenn Sie mein Buch haben und das letzte Kapitel 8 durchgearbeitet haben, dann wissen Sie, wie ich das gemacht habe. Das sind Kulissen sozusagen, die aneinandergereiht sind, die das gleiche Bild zeigen. Hier kann man das sehen. Es handelt sich also um eine vollkommen einfache Konstruktion.
Dieses eine Bild, was hier mehrmals hintereinander als Kulisse verwendet wird, wurde über den Befehl Rasterbild Objekt erstellen. Hier kann man das sehen. Na, wo war es gleich? Rasterbild, Rasterbild, Rasterbild Objekt erstellen. Da ist es. Rasterbild Objekt anlegen, genau. Das funktioniert ja bekanntlich so, dass Sie ein normales Bitmap sozusagen auf einer Ebene importieren können. Das heißt, Sie importieren das Ganze und dann wird es auf eine Ebene gemappt und die können Sie dann in Ihrer Szene irgendwo aufstellen. Wie gesagt, das steht ja alles im Buch, das wollte ich jetzt nur noch mal in Erinnerung rufen. Sie haben also hier diese Kulisse und die spiegelt sich nun in diesen Fassaden, in dieser Fassaden, in den Glasflächen. Ja? So. Muss ich mal ganz kurz hier wieder die richtige Zoom-Stufe einstellen. Wie gesagt, die Qualität, davon abstrahieren Sie bitte, ist einfach auf sehr gering gestellt. Das habe ich gerade gezeigt und der Maßstab ist halt auch sehr klein. Kleiner Maßstab heißt kleines Rasterbild im Ergebnis, das heißt weniger Pixel, also dauert das Rendern auch weniger lang. Das ist der Witz, wenn man testet in der Testphase, dass es möglichst flott geht. So, das wäre also sozusagen das zweite Bild, was sich dann mit dem ersten, mit diesem transparenten Bild, mit den transparenten Scheiben später überlagern soll. Der Rest ist vollkommen identisch, das heißt, es handelt sich danach sozusagen nur um die Frage, wie sehen eigentlich die Glasflächen aus. Und jetzt kommt der Trick bei der ganzen Geschichte. Ich brauche, um das in Photoshop machen zu können, eine Maske oder einen Kanal, die es mir erlaubt, diese Fensterflächen als Auswahl zu laden, weil ich will natürlich die Überlagerung später nur in diesen Fensterflächen haben und nicht auch noch sonst. Jetzt ist RenderWorks auch, wenn es jetzt die Cinema 4D Engine, den Renderer integriert hat, noch nicht so weit ausgebaut, dass es erlaubt, Maskenkanäle zu rendern für einzelne Objekte oder Objektgruppen. Das wäre natürlich die einfachste Variante. Das heißt, das Rasterbild liefert mir sozusagen einen Kanal mit, der als Auswahlmaske für diese Fensterflächen dienen kann. Das funktioniert noch nicht. Deswegen habe ich zu einem Trick gegriffen, den habe ich mir ausgedacht, und zwar ganz einfach. Ich habe sozusagen die Glasscheiben rot gefärbt in einem dritten Schritt, sodass Sie dann später in Photoshop dieses Rot ganz leicht auswählen können mit dem Zauberstab und dann sozusagen daraus selbst eine Maske machen können. Ich zeige das ja auch in den Photoshop-Video-Tutorials, die sich jetzt an diesen ersten Abschnitt des Tutorials anschließen. Das können Sie sich dort anschauen. Das ist ganz einfach. Was man hier auch sieht, ist, dass ich dort den Schlagschatten abgeschaltet habe. Das ist auch gut, weil ich natürlich für diese Masken, für diesen Maskentrick, sage ich mal, natürlich keinen Schlagschatten brauche. Ganz im Gegenteil, es ist gut, wenn die Flächen alle möglichst homogen sind. Das heißt, ich muss also vorher auch beim Rendern einstellen, dass kein Schlagschatten berechnet wird. So, zunächst einmal muss der Zubehör geändert werden. Und da habe ich jetzt eine Farbe gewählt, ein knalliges Rot. Also wichtig ist eigentlich nur, dass es eine Farbe ist, die sonst nirgendwo auftaucht. Das ist also ausgesprochen praktisch, wenn Sie den Zauberstab in Photoshop benutzen wollen. Die kann also gar nicht strange genug sein, die Farbe. Vor allen Dingen sollte sie eben besonders leuchtend sein. Also nichts, was sonst vorkommt. Kein Grau, kein Beige, kein sonst was. Okay, das ist das eine. Okay, Helligkeit 100%. Dann natürlich keine Spiegelung und auch keine Transparenz. Sie sehen schon, das sieht alles schön stumpf aus hier. Und jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass auch kein Schlagschatten berechnet wird. Am einfachsten geht es dadurch, das ist ja in Vectorworks ganz gut und einfach und übersichtlich geregelt. Es gibt zwei Lichtquellen, das Umgebungslicht und eine weitere Lichtquelle. Diese weitere Lichtquelle organisiert oder sorgt für den Schlagschatten. Ich kann die Lichtquellen bekanntlich in der Visualisierungspalette sehen. Ich habe da so eine Liste. Lichtquelle 1, das ist also meine Lichtquelle, die diesen Schlagschatten hier erzeugt, das Sonnenlicht, wenn man so will. Und die kann ich auch deaktivieren. Und sobald ich das tue, ich mache die Palette jetzt wieder weg, ja, sobald ich das tue, kann ich jetzt auf Aktualisieren klicken. Und dann wird das Bild ohne Spiegelung und Transparenz und aber auch ohne Schlagschatten gerendert. Die roten Farbflächen sind nicht vollkommen homogen später in Photoshop in meinem ersten, also in meinem zweiten Videotutorial aus dieser vierteiligen Reihe, wo es darum geht, wie man daraus jetzt diese Maske in Photoshop macht, werden Sie merken, dass das nicht vollkommen homogen ist, aber es ist
einfach genug. Man muss halt zwei oder dreimal mit dem Zauberstab dann klicken, dann hat man alles erwischt. Das ist also wirklich recht praktisch. Wie gesagt, das in besserer Qualität, auch exportiert, sieht dann so aus. Ja, und dann haben Sie sozusagen drei Bilder. Drei Bilder, die Sie benutzen können. Das hier für die Maskierung der Fenster, das braucht man dann für die Überblendung dieser beiden Bildsituationen, spiegelnd und Transparenz. Und dann eben einmal komplett spiegelnd und einmal komplett transparent. Das war alles, was ich in Vectorworks machen musste, um sozusagen eine Ausgangssituation zu haben, in der ich dann in Photoshop weiterarbeiten kann. Das war es auch schon. Und ich rate Ihnen jetzt, diese anderen drei Tutorials anzusehen, wo ich dann zeige, wie das in Photoshop eben überblendet wird. Das geht dann auch noch weiter. Wie können Sie also da noch weitere Verfeinerungen in diesem Bild vornehmen? Das sehen Sie dann alles dort. Was Vectorworks angeht, sind wir hier fertig. Okay, tschüss.